Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines 2. Wir haben zuletzt die Autobahn aufgebockt, um hier das hier zu machen. Und ich würde das aber auch gleich abreißen. Oh nein, ich habe hier auch gleich den Strom gekappt. Und dann würde ich hier die zwei Güterlinien gleich machen. Ich hoffe irgendwie, dass das kein Fehler ist, aber... Wir machen einmal hier und dann wieder zurück. Und dann von hier wieder nach hier und zurück. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Dann möchte ich hier an der Terrain. Nicht so eine große Straße. Kannst du mir das Terrain wieder einblenden? So. Gehen auf 0 Meter runter. Suchen mal. Das hier lang zu verbinden. Ach ja, kann ich nicht, weil... Kann ich nur den Pillar löschen? Nein. Okay. Dann müssen wir irgendwie anders hier durch. Ungefähr so. Mach das mal so hin. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung so. Und jetzt machen wir hier mit den kleinen zweispurigen. Machen wir hier einen schönen Winkel. Ich will sie nicht durchziehen eigentlich. Ich möchte hier so... ein bisschen... Industrie haben. Wahrscheinlich auch hier nach unten. Muss nicht alles perfekt gerade sein. Vielleicht ziehen wir auch das einfach schief. Nein, das sieht doof aus. Das würde ich als okay bezeichnen. Gehe ich so hier rein. Das hier verbinde ich so. Prinzipiell könnte man auch hier sagen, ich mache das so. Ja. Coolio. Coolio, coolio, coolio. Jetzt würde ich fast so weit gehen und sagen, ach so, kann ich nicht. Ha! Was haben wir hier eigentlich stehen? Aus der Milchproduktion. Lass das mal hier hinstellen. Ja. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Stellen wir es mal so hin. Ich habe hier mit Absicht so eine große Straße gemacht, weil ich mir zuerst gedacht habe, ich ziehe hier irgendwie die Autobahn runter, aber nee. Wegfindung fehlgeschlagen. Ach, hier ist noch eine Busstrecke, die nicht mehr funktioniert. Oder? Ach, das war die Güterzuglinie. Huch. Na gut. Irgendwie wäre es auch cool, wenn wir das woanders hinsetzen. Ich bin noch nicht sicher, wohin. Aber
Das soll mich jetzt nicht kümmern. Was ich auf jeden Fall möchte, werde ich ein bisschen in kleinen Parkplätzen dekorieren. Hier machen wir hier auch noch einen hin. Das finde ich hat was. Und ich möchte das ganze Gebiet hier mit einem grünen Streifen versehen. Komm, wir machen ihn ab da. Ich möchte hier nicht, dass die Leute parken. Soll zwar ein Industriedistrikt sein, aber halt nicht überdimensioniert. Machen wir hier rum auch gleich. Ja, hier. Ja, komm, das soll ein bisschen ein Zeichen sein, zumindest überall den grünen Rand zu haben. Damit will ich eigentlich eh nur Parken verbieten. Und dann machen wir hier noch schön Bäume hin. Die wachsen ja mit der Zeit auch ganz schön. Zieh das mal bis hier durch. Andere Seite bis hier hin. Machen wir das hier und hier dran. So, auf jeden Fall. Soll das Industriegebiet schön werden? Oder schöner? Man, es ist noch immer ein Industrieviertel. Nennt es jetzt Viertel, nicht Gebiet. Ja. Oh, ich habe hier auf einer Straße es komplett vergessen. Hier mache ich nur Bäumchen hin. Das sieht auch ganz nett aus. Und hier lasse ich's. Nur der grüne Streifen. Ganz cool, ganz cool. Dann habe ich jetzt eine Idee. Hier sind die. Ich nehme das durchgehende Werkzeug hier. Und wenn hier jemand von den Arbeitern ein bisschen spazieren gehen möchte, kann er das tun. So in der Pause. Hier noch eine starke Kurve rein. Wird auch vorschlagen, man kann hier hingehen. Ja. Dann bräuchten wir Bäumchen. Ja, nicht so groß. Ich möchte hier auf jeden Fall Fichten stehen haben. So. Jetzt mal Fichten. Auch ein paar Kiefern rein. Dann noch ein bisschen Grünbusch. Ich freue mich schon ein paar Monaten, weil ich heute gelesen habe, wenn der Modding endlich da ist. Und wir machen noch ein paar Birken rein, würde ich sagen. Ich meine, das, was an der Straße hier platziert wird, ist dann eh gleich wieder weg. Sobald wir die Industrie hier dazu gepackt haben. Und ja. Das Coole ist, dass auch hier unter der Brücke wahrscheinlich was Platz hat. Da siedelt sich die erste Industrie an. Macht meinen Wald auch kaputt. Hier kommt ein Güterzug an.
So, hier haben wir dann die Straße, die weg kann. Ich spule mal einfach etwas vor. Was, seht euch das an? Das ist quasi voll. Das ist positiv. Warum bremsen die hier ab? Ach so, Road Maintenance fährt hier rum. Ha. Aber ja, ich bin zufrieden mit dem Viertel, das wir hier geschaffen haben. Ich würde hier auch gleich einen Distrikt rumbauen. Ach so, nein, hier, so. Damit wir auch ein paar Energiesparregeln hier reinpacken können. Sonnenmühl. Nee. Nee, Sonnenmühl ist der falsche Name. Wir nennen das ganz klassisch österreichisch Industrie Nord. Was im Norden liegt. Bewusster Energieverbrauch Verbrauch bitte. Das ist auf jeden Fall mal cool, dass wir es geschafft haben. Fein. Ich hätte das fast noch an die andere Episode ranhängen können. So, die zwei. Baumwolle, cheap and random. Und was hast du? Gemüse. Ich mache das Gemüse hier mal weg. Ich möchte das ein bisschen besser nutzen, das Gemüse. Mach hier eine kleine Straße herum. Dann brauchen wir einmal Gemüse, haben wir gesagt. Falsche Seite angefangen. Das nämlich einfach so machen. So ist okay. Und bei dir könnte man jetzt auch hergehen und dasselbe tun. Du hast Baumwolle, ne? Ja. Warum pausiere ich? Ich muss ja nicht pausieren. Ja, machen wir es so hin. Kann man hier... Na. Schade, ich dachte, ich könnte unter der Brücke durchbauen, aber die Pillars sind... Warum passiert das eigentlich? Ja, keine Ahnung. Es passiert halt. Ich nehme es einfach hin, wie es kommt. Warum? Was? Hä? Ich kapiere es nicht. Ich setze hier doch ein Gebäude hin. Habe ich einfach kein Gebäude hingesetzt? Okay, vielleicht habe ich es auch verkackt, weil manchmal setzt er einfach kein Gebäude, aber ich kann trotzdem das
Industrieviertel setzen. Ist halt einfach wild. Würde es trotzdem gerne so. Woran? Ach so, im Winkel wahrscheinlich. Jetzt gerne so erweitern, wie es geht. So. Dann verschwindet es ein bisschen unter der Brücke wenigstens. Ganz cool ist. So. Ey, hier regnet es im Winter einfach nur. Und schade, dass ich keinen Schnee hier habe. Ich habe ein paar Screenshots gesehen, wo Leute Schnee haben, aber liegt wohl daran, dass ich hier Tropeninsel bin. Aber hier? So far? Leichte Verkehrsprobleme. Die wird nochmal ein Projekt, aber ein andermal. Eigentlich bin ich auch am Überlegen, so ehrlicherweise, wir haben ja die vierspurige Schnellstraße. Ich baue die einfach mal hier hin. Die ist ja prinzipiell dasselbe als da drüben, nur in schmal. Irgendwelche Nachteile? Weil dann würde ich diese Brücke einfach so als vierspurige rüberziehen. Das hätte ich hier nämlich auch machen können, aber hier habe ich sie dreispurig gemacht. Obwohl nicht nötig. Deshalb wäre es eine Überlegung wert. Ich frage mich ja persönlich auch, ob es einen Unterschied macht, wenn ich hier in der Stadt auch einen Güterbahnhof hätte. Aber wahrscheinlich nicht. So, wie sieht's bei dir aus? Du verbrennst 96 Tonnen pro Monat. Und wie viel kriegst du hinzu? Steht da. Das stand hier drinnen, ne? Okay, wir verarbeiten mehr als wir produzieren. Das reicht mir schon mal. Und ich würde jetzt hergehen. Ich muss erst gucken, ob wir hier noch eine Buslinie haben. Ja. Wir haben hier noch eine Buslinie. Buslinie und wir machen ein paar Stops hier weg, weil wir das Industriegebiet abreißen. Nee, das hier kann bleiben. Aber ich möchte, nachdem wir jetzt ein neues, kleineres gebaut haben, möchte ich das hier einfach entfernen. Mülldeponie bleibt. Vorerst noch. Oh, was? Nein. Was haben wir hier? Eine Polizeiwache. Ja, die hänge ich hier hin. Das hier weg. Du bist eine Feuerwehr. Ich glaube, ich auch darüber. Habe ich hier auch irgendwo ein Krankenhaus? Also eine Klinik so. Mach dich hier mal weg. Die verschwinden schon von alleine, ne? Die Straße ist gut. Ich habe hier nämlich das Terrain geplättet und naja, ich würde das Taxidepot gerne hier hinwechseln. Weil schön ist, die können dann hier raus. Obwohl, warte mal, kann ich ihnen hier eigentlich so eine Gasse auch geben einfach?
Wäre das was für die? Waren die dann auch da raus? Aber von hier aus kommen sie ja quasi überall hin, die Taxis. Und euch, ich entferne die jetzt manuell. Oh, was haben wir hier? Oh, wir haben hier einen Sendemast. Ich setze den mal hier hin. So. Die Industrie wandert jetzt tatsächlich raus aus der Stadt. Hier machen wir noch das Zoning weg. Ja, auch. Dann passt das. Kann ich hier das Terrain? Das besser anpassen. Ich habe hier eine andere Höhe verwendet. Na ja. Mach ich das mal ganz groß gleich. Passe das an. Oh, wir haben hier auch noch den Feuerturm, der sich nicht flüssig. Ja. Setze mal hier hin. Dann die Elektroleitung im Boden weg. Ich habe gleich eine Elektroleitung für dich. Ach, die ist Overground, ne? Machen wir es in den Untergrund. Bitte gerade. Danke. Du solltest auch gleich Strom kriegen. Ja, perfekt. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, dann können wir hier das Terrain angleichen. Das eigentlich? Ach so, das Recyclingzentrum. Na gut. Und Bus. Der Bus hat jetzt eine wilde Strecke. Ich nehme mal das hier raus. So, hat die blaue Strecke jetzt eigentlich noch überhaupt irgendwas? Das war die hier, ne? Ach, die fährt jetzt hier rum. Das ist fein für mich. Ich glaube, hier muss man auch nicht hin mit einem Bus. Würde ich mal sagen. Okidokili. Dann haben wir ein neues Industriegebiet. Und damit das schneller und besser abgedeckt ist, wenn wir hier die ganzen Services hinsetzen. Denn langfristig möchte ich das hier auch beenden. Ich werde es auch gleich mal hier beenden. Brauche ich das? Ne.
Also hier auf jeden Fall noch genug Platz für weitere Industrie. Ich glaube, das werden wir auch machen. Ich meine, es ist natürlich dumm, ehrlicherweise, wenn man hier ein bisschen Industrie verschwendet, nicht Industrie, aber Boden, den Boden kaputt macht, nur um dann woanders den Boden kaputt zu machen. Das ist halt natürlich suboptimal, aber ist nun mal so. Habe ich nun mal jetzt so gemacht. Haben wir Schiffe schon freigeschalten? Nein. Gibt es nämlich auch einen Frachthafen. Und das Ding möchte ich auf alle Fälle schöner machen. Können wir heute gleich hier die Landmasse ziehen? Ja, komm, wir ziehen heute gleich die Landmasse. Dann haben wir es hinter uns. Ich würde gerne die Höhe dafür haben. Passt die hier? Fast, ja. Aber ich würde hier einfach mal ausmalen. Ja, malen nach Zahlen. Ja, nicht ganz. Ich würde hier nämlich hergehen gerne. Und das so. Muss ich es kleiner machen? Um das auch hier rüberziehen zu können. Na komm. Perfekt. Ich mache das mal hier nach unten. Nicht ganz so bescheuert aussieht. Perfekt. Denn jetzt kann ich hier auch hergehen. Und das hier rausziehen. Ein bisschen die Fläche hier auch nutzen. Dasselbe gilt hierfür. Da habe ich einfach rumgemahlen. Weil Wasser und ich mit Terrain nicht arbeiten wollte. Aber jetzt will ich damit arbeiten. Oder jetzt traue ich mich. Dasselbe gilt ja auch hier. Jetzt ein Knoten hier weg erstmal. Und dann haben wir das auch. Perfekt. Und schon haben wir auch die Landmasse erweitert. Ach, ich mag es noch immer sehr, was wir hier geschaffen haben, auch mit durch den Wolken ziehend das Zeug. Ja, pretty happy with it. Und hier, Cargo. Wir haben ein bisschen was. Züge sind unterwegs. Kommt der jetzt gleich an? Nein, der fährt gerade raus. Und futsch ist er. Der kommt bald wieder. Versprochen. Was steht hier noch? Oh, ein kaputtes Gebäude. Ja, ein künstlicher Need für Industrie geschaffen. Was seid ihr? Achso, ihr seid. Erstmal gucken. Industrie haben wir hier. Alles verschmutzt. Und wir haben hier. Industrie sag ich Commercial. Und prinzipiell hier. Mach das Commercial hier mal weg.
jetzt hier mal Low Density und hier. Ich würde sagen, machen wir das so. Ein bisschen mehr. Ach, hier ist ja dieser komische Hubbel. Warum baue ich da noch was? Diese Stadtteile sollten ja auch weg. So, und das nächste Mal werden wir versuchen, das Industriegebiet noch mal ein bisschen auszubauen. Ach, ich weiß nicht. Wir haben viel Industrie, nicht, ja. Aber ich würde nämlich vorschlagen, das nächste Mal machen wir hier ein Lebensraum als Universitätsviertel und auch ein bisschen Entertainment rein. Klingt das gut? Ich hoffe, das klingt gut. Deshalb auch gleich vielen Dank fürs Zusehen. Bis was? Oh mein Gott, ich kann keine Verabschiedungen mehr. Ich habe doch gerade vorhin eine gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.